Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 8, Antrag der Fraktion der Piraten, Drucksache 19/7409, nach den Enthüllungen der Luxemburg-links-ruinösen Steuerwettbewerb in der Europäischen Union endlich wirksam bekämpfen. Die Zeit der Lippenbekenntnisse ist vorbei. Ich öffne die Aussprache und erteile für die Fraktion der Piraten dem Kollegen Kern das Wort. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuschauer hier und zu Hause. Anfang November dieses Jahres hat ein Verbund internationaler Journalisten aufgedeckt, wie und in welchem Umfang sich Konzerne mit der Unterstützung der luxemburgischen Behörden am Allgemeinwohl vergehen. Die sogenannten Luxemburg-Leaks beweisen nun, was wir schon immer gesagt haben: Der aggressive Steuerwettbewerb in der EU schafft den Nährboden für eine Steuervermeidungsepidemie. Und da können wir uns alle auch einmal bedanken, oder besser zweimal, nicht bei Luxemburg, nicht bei den beteiligten Steuerentziehern, sondern einmal bei den Journalisten, die über diesen Skandal berichtet haben, und vor allem zweitens bei den Whistleblowern, die den Mut gehabt haben, diese wichtigen Informationen in die Öffentlichkeit zu bringen. Ja. Verhalten, also nur Applaus von den Piraten, das finde ich auch bezeichnend. Aber Sie können Ihre Zustimmung zu diesem Gedanken anderweitig zum Ausdruck bringen, indem Sie Whistleblowern Schutz gewähren durch die Annahme unseres Antrages, der ja immer noch offen steht. Dankeschön. Herr Finanzminister, Sie haben die Steuersklerose im Bereich der Einkünfte aus Kapitalerträgen gestoppt. Sie haben sich gegenüber der Schweiz beim automatischen Informationsaustausch durchgesetzt. Respekt, auch wenn ich hinsichtlich Ihrer Wahl der Mittel bekanntlich anderer Ansicht war. Aber das ist Ihr politischer Erfolg. Das muss ich ganz objektiv und der Vollständigkeit halber einmal anerkennen. Wie geht es weiter im internationalen Steuerrecht? Sie gefallen sich ja, Herr Minister, wie ich damals in der Debatte lernen musste, in grünen Strumpfhosen. Aber als Steuer-Robin Hood brauchen Sie nicht nur den Kurzbogen, der gegen die Steuerhinterziehung von Millionären und Multimillionären wirkt. Sie brauchen in Ihrem Repertoire auch den Langbogen, der die Milliardäre und Multimilliardäre erreicht, die Konzernmultis. Und an diesem Langbogen mangelt es zurzeit, und zwar in ganz Europa. Erste Vorschläge für einen Langbogen gegen internationale Konzerne stehen in unserem Antrag. Um welche konkreten Maßnahmen geht es? Da geht es um die Verhinderung von mutwilligen Verlagerungen von Gewinnen in Steueroasen, um sogenanntes Country-by-Country-Reporting, also dass man in einer Bilanz sehen kann, wo welche Gewinne und Steuern anfallen oder eben nicht. Und man kann, ähnlich wie bei der Versagung der Abzugsfähigkeit von Zinsausgaben, auch bei Ausgaben für Lizenzen und Patenten fragen, ob denn die von der Steuerbemessungsgrundlage tatsächlich abgezogen werden dürfen, wenn die in einem anderen EU-Land lediglich zu 5% besteuert werden. Wir Piraten sagen da nein. Wir brauchen eine Mindestbesteuerung, die ihren Namen verdient und nicht die lächerlichen 15%, die zurzeit in der Diskussion rund um die BIPs-Arbeitsgruppe, die sich mit diesem Thema beschäftigt, rumgeistern. Dass auf europäischer Ebene gemeinsame Regelungen möglich sind, zeigt doch gerade das Zustandekommen des automatischen Informationsaustausches, wenn nur der politische Wille vorhanden ist. Die Steuerhinterziehung Vermögender wird bekämpft, während ein Vorgehen gegen Großkonzerne unmöglich sein soll. Das glaubt doch niemand mehr. Wir können es daher nicht zulassen, dass der aus dem technologischen Fortschritt resultierende Wohlstandsgewinn alleine den Aktionären von Großkonzernen
und deren Managern zugutekommt. Die Automatisierungsdividende darf nicht privatisiert und gleichzeitig steuerfrei gestellt werden. Ich komme zum Schluss, meine Damen und Herren. Wir Piraten bleiben dabei. Die aufgedeckte Steuerprivilegierung von Großkonzernen und Vermögenden sind die asoziale Variante der Legalität und gehört abgeschafft. Wir Piraten laden alle Fraktionen im Rahmen der Ausschussberatungen dazu ein gemeinsames Vorgehen abzustimmen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Kollege Kern. Für die SPD-Fraktion spricht der Abgeordnete Zimkeit. Zunächst, Herr Präsident, muss ich mich bei Ihnen entschuldigen. Ich habe Sie versehentlich in meinem Redebeitrag vorhin als Vizepräsident angesprochen, obwohl Sie amtierender Präsident waren. Ich bitte, das zu verzeihen. Wir nehmen die Einladung zur Diskussion und vielleicht zu einem gemeinsamen Vorgehen in dieser Frage auch gerne an. In dem Antrag werden wichtige Fragen angesprochen. Ob die benannten Instrumente und Adressaten alle die richtigen sind, sollten wir diskutieren. Wir wissen, die Bekämpfung von Steuerungerechtigkeit, Steuerhinterziehung und Steuerunehrlichkeit ist ein Markenzeichen dieser Landesregierung. In dem Fall sind wir so weit da inhaltlich gar nicht auseinander und wir sollten das ausführlich weiter im Ausschuss diskutieren. Vielen Dank, Herr Zimkeit. Für die Fraktion der CDU spricht der Abgeordnete Stein. Ja, vielen Dank, Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen. Bereits im Juli 2013 haben die G20-Finanzminister den Aktionplan Base Erosion Profit Shifting, kurz BEPS, der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, OECD, verabschiedet. Dabei geht es um Gewinnkürzungen und Gewinnverlagerungen multinational tätiger Unternehmen. Und dieser Aktionsplan beinhaltet einen umfassenden Maßnahmenkatalog gegen steuerschädlichen Wettbewerb. Ziel ist die Erhaltung der Wettbewerbsfähigkeit der teilnehmenden Staaten bei gleichzeitiger Sicherung der Steuereinnahmen. Inzwischen gibt es auch einen 15-Punkte-Maßnahmenkatalog, der breite internationale Zustimmung erfahren hat. Ein Baustein in diesem Kontext ist auch die Verbesserung der Transparenz im Hinblick auf aggressive Steuerplanung. Vor 3 Monaten hat das Bundesfinanzministerium ein Symposium zur internationalen Steuerpolitik ausgerichtet. Im Fokus standen dort die ersten Ergebnisse der internationalen Arbeiten zur Bekämpfung internationaler Steuergestaltungen. Denn die Probleme, um die es geht, haben internationale Ursachen. Sie resultieren aus den internationalen Wirtschaftsbeziehungen, während das Steuerrecht eine nationale Kompetenz ist und, diese Anmerkung sei hier erlaubt, nicht allein auf Länderebene von Nordrhein-Westfalen geregelt werden kann. Das ist klar. Es ist also wichtig, dass wir zu international abgestimmten Lösungen kommen. Wir benötigen einen gemeinsamen internationalen Ordnungsrahmen, den die einzelnen Staaten in der ihr eigenen Gesetzgebung beachten. Die internationalen Arbeiten sollen bis zum Ende des Jahres 2015 fortgeführt werden. Dann wird abschließend feststehen, an welchen Punkten das internationale Regelwerk Schwächen aufweist und geändert werden muss. Für uns steht fest, dass internationale Steuergestaltung eingeschränkt werden muss, damit die Wettbewerbsgerechtigkeit aller Unternehmen erhalten bleiben kann. Da, wo es nötig ist, muss dann auch das nationale Recht den weiteren Entwicklungen angepasst werden. Für meine Fraktion ist klar, einzelne Maßnahmen oder Vorstöße von Bundesländern können nicht zum Erfolg führen. Es sollte vielmehr eine enge Zusammenarbeit der Länder mit dem Bund geben, damit dieser bei der EU und der OECD auf die gewünschten Ziele hinwirken kann. Der Überweisung Ihres Antrags in den Fachausschuss stimmen wir natürlich zu. Und für Ihre Aufmerksamkeit möchte ich mich herzlich bedanken. Vielen Dank, Herr Kollege Stein. Für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen spricht der Kollege Enzfeld. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, lieber Kollege Stein, herzlichen Glückwunsch zu dieser Jungfernrede als Neuparlamentarier der CDU-Fraktion. Angesichts der intensiveren Debatte, die wir sicherlich in den Ausschüssen ja haben werden, möchte ich mich auf 3 Punkte eben zu Ihrem Antrag beschränken. Erstens der ganze Themenkomplex zu Luxemburg-Leaks. Die Enthüllungen der Journalisten aus mehreren Ländern sind nicht nur zu begrüßen, sondern bringen uns einen erstmaligen und einmaligen Einblick in die Steuerpraktiken von Unternehmen in den europäischen Nachbarländern.
Es bestärkt uns alle darin, noch größere Anstrengungen gegen die Steuervermeidungsstrategien international tätiger Großkonzerne und das aggressive Steuerdumping einiger Mitgliedstaaten innerhalb der Europäischen Union zu unternehmen. Aus unserer Sicht ist der aggressive Steuerwettbewerb gerade der Niederlande, Luxemburg, Irlands und Österreichs ein Bruch des europäischen Rechts, der alle Mitglieder zur loyalen Zusammenarbeit verpflichtet. Deshalb stellt sich unsere Fraktion im Landtag hinter die Initiative der Grünen Fraktion im Europäischen Parlament, die einen Untersuchungsausschuss zur Aufklärung systematischer Steuervermeidung in den EU-Mitgliedstaaten fordert. Ich glaube, dass ein Untersuchungsausschuss das wirksamste Instrument für die volle Aufklärung der staatlichen Begünstigung von Steuerprellern ist, wie durch die Luxemburg-Leaks enthüllt. Zudem müssen EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker und Finanzminister Schäuble sehr schnell jetzt beweisen, dass sie die Interessen der europäischen Bürger vor steuervermeidende Großunternehmen und Steueroasen stellen. Viele Vorschläge sind längst da. Bislang fehlte allerdings meiner Meinung nach der politische Wille. Die Gelegenheit von Luxemburg-Leaks darf unserer Meinung nach nicht ungenutzt bleiben. Politische Tatenlosigkeit würde den Europafrust auch unverantwortlich verstärken. Zweitens der Themenkomplex Lizenzboxen. Viele Staaten bieten internationalen Großkonzernen eine willkommene Plattform für aggressive Steuergestaltung mittels steuergünstiger Lizenzboxen. Ich unterstütze das Anliegen des Piratenantrags, diesem Steuersparbetrieb von Unternehmen einen Riegel vorzuschieben. Der Finanzminister aus Hessen hat jüngst eine Bundesratsinitiative gegen Steuerdumping vorgestellt und spricht sich darin für die Einführung einer sogenannten Lizenzschranke aus. Er schlägt vor, dass künftig Lizenzzahlungen ins Ausland nur dann voll abzugsfähig sind, wenn der Empfängerstaat sie mit mindestens 25% besteuert. Das ist sicherlich eine interessante Initiative. Damit durch konzerninterne Lizenzzahlungen die bislang in Deutschland erzielten Gewinne nicht weiter kleingerechnet und in Länder verschoben werden können, wo sie kaum besteuert werden. Drittens. Die Schließung von Steuerschlupflöchern und die Bekämpfung von Steuerhinterziehung sind für uns im Landtag und die Landesregierung wichtige Bausteine zur gerechteren Finanzierung der öffentlichen Aufgaben. Nordrhein-Westfalen ist dabei bundesweit eines der führenden Länder und hat in der Vergangenheit bereits wichtige Impulse für die nationalen und internationalen Fortschritte auf diesem Gebiet gesetzt. Und da schließe ich mich meinem Kollegen Zimkeit an, dass, das muss ich Ihnen leider sagen, wir keines Antrages jetzt der Piraten an der Stelle zumindest brauchen, um uns da noch mal zu motivieren, sondern ich glaube, dass wir da schon an Vorderfront stehen und kämpfen. Insofern freue ich mich auf die Ausschussberatung und bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Kollege Engsfeld. Für die FDP-Fraktion spricht der Kollege Witzner. Nun, Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, die gestrige Entscheidung des Europäischen Parlaments, die Aufklärung von LuxLeaks und die Bekämpfung von Steueroasen sowie Steuervermeidung zum Gegenstand zweier ausführlicher Sonderberichte zu machen, begrüßt die FDP-Landtagsfraktion ausdrücklich. Wir wollen Aufklärung und auch nähere Einzelheiten erfahren zu der Fragestellung, welche Geschäftsmodelle mit welchen Steuergestaltungen im EU-Ausland in den letzten Jahren so alle genutzt worden sind. Die Bürger dürfen vom Europäischen Parlament zu Recht erwarten, dass dieses an der Spitze der Aufklärung und Aufarbeitung von Angeboten problematischer Steuervermeidungspraktiken einzelner Mitgliedstaaten innerhalb der EU steht. Die Sonderberichte bieten daher eine gute Gelegenheit, einerseits vergangene Praktiken umfassend aufzuklären und andererseits endlich einen Rahmen für transparenten und fairen Steuerwettbewerb zumindest in Europa zu erarbeiten. Wünschenswert wäre es sicherlich, wenn es absehbar gelänge, auch zu einer darüber hinausgehenden internationalen, idealerweise auch weltweiten Verständigung zu kommen über zulässige Steuerpraktiken einerseits und Steuervermeidungsstrategien andererseits, die im Sinne eines fairen Wettbewerbs in einer sozialen Marktwirtschaft nicht länger hinnehmbar sind. Auswüchse gibt es, da werden auch zahlreiche von bekannt, sind publik geworden in der Vergangenheit und das kann denen nicht recht sein, die sich so gründlich wie möglich auch an Steuergesetzgebung
halten. Für eine übergreifende internationale Verständigung ohne Schlupflöcher besteht derzeit leider noch keine Gelegenheit. Deshalb muss es umso mehr mindestens innerhalb der Europäischen Union gelingen, sich auf einheitlich akzeptierte Grundsätze zumindest zu verständigen. Es ist nicht in Ordnung, das sage ich ganz ausdrücklich, wenn einige wenige international operierende Konzerne für sich Steuervermeidungsstrategien nutzen und damit für Steuerausfall sorgen, den der kleine, selbstständige und mittelständische Unternehmer bei uns um die Ecke dann mit einer immer höheren individuellen Steuerbelastung ausgleichen muss. Denn das, meine sehr geehrten Damen und Herren, ist ja die logische Konsequenz, wenn dort, wo es um richtige Volumina geht, einige wenige Große sich im Wesentlichen einer adäquaten Besteuerung entziehen, dann haben wir natürlich bei nächstbester Gelegenheit das Ziel der Politik, hier Löcher im Haushalt zu stopfen, und dann haben wir steigende Steuersätze, die dann in der Breite die Bevölkerung oder andere Unternehmen entsprechend belasten, wenn sich eben ein Teil der Steuerpflichtigen eines leistungsgerechten Beitrags zur Finanzierung auch öffentlicher Aufgaben entzieht. Was wir als Beurteilungsgrundlage jetzt brauchen, sind die Fakten über die sogenannten Tax Rulings. Diese auf die Bedürfnisse einzelner Unternehmen zugeschnittenen Steuerregelungen werden nicht nur in Luxemburg angewandt, wie es der Antrag nahelegt, sondern nach Expertenschätzungen zumindest in bis zu 22 von 28 EU-Mitgliedstaaten. Und die haben eine besondere Aufmerksamkeit verdient, weil immer dann, wenn durch großzügig angewandte Individualgestaltungen Regelungen getroffen werden, die vom allgemeinen Gesetz abweichen, ist ein kritischer Blick und viel Aufmerksamkeit sicherlich angeraten. Deshalb lohnt sich die Debatte über den Komplex dieses Antragsgegenstands auch im Fachausschuss. Wir brauchen und wollen eine umfassende Analyse dieser Steuermodelle, um dann mit konkreten Maßnahmen die ungewollten Auswüchse eines überdrehten Steuerwettbewerbs stoppen zu können. Wir haben bereits vor einigen Monaten im Haushalts- und Finanzausschuss diskutiert über die Praxis von Lizenzboxen, wie dort in großem Volumen einige internationale Unternehmen Gewinne nicht dort besteuern, wo sie anfallen, sondern mit bemerkenswerten Verrechnungsmodellen in Niedrigsteuergebiete entsprechend verschieben. Und deshalb lohnt es sich natürlich auch, die Debatte über die LuxLeaks hier fortzusetzen. Wichtig ist, dass in den Fragen steuerlicher Gestaltung öffentliche Unternehmen selber mit gutem Beispiel vorangehen. Auch da gibt es einiges an Aufarbeitungsbedarf. Wir machen das ja im Parlamentarischen Untersuchungsausschuss WestLB. Wenn man sich dort anschaut, wie eine Landesbank hier unterwegs war mit Briefkastenfirmen in Offshore-Destinationen, was da auch alles für Geschäftsmodelle unterstützt worden sind, auf der anderen Seite aber dann die Hand aufzuhalten, um mit dem Geld des Steuerzahlers sich regelmäßig retten zu lassen. Da öffentliche Unternehmen nicht immer eine Vorbildfunktion übernommen, und auch daran müssen wir arbeiten. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Witzel. Für die Landesregierung spricht Herr Minister Dr. Walter Borjans. Herr Präsident, meine Damen und Herren, schade, ich konnte eine Wette nicht gewinnen, weil keiner gegen mich wetten wollte. Ich habe nämlich gewettet, dass Herr Witzel irgendwo Portugal und die WestLB wieder dabei ins Spiel bringt. Aber so ist das im Leben. Man erlebt auch tiefe Enttäuschung. Gleichzeitig erlebe ich hier aber auch eine hohe Übereinstimmung, und das freut mich ganz besonders. Das sage ich auch an die Adresse von Herrn Kern und an die Adresse der Piraten, auch dass Sie wirklich noch mal benannt haben, wer jetzt zu dieser Welle auch beigetragen hat, dass es Journalisten waren, die die Daten wirklich nach draußen gebracht haben, und dass es Whistleblower waren, die dafür gesorgt haben, dass diese Daten eben auch auf den Markt kamen. Also insofern weiß ich das jetzt auch einzuschätzen, wie Sie das noch vor einiger Zeit gesehen haben, aber das ist eben auch ein Punkt, wo man, glaube ich, merkt, wir werden nicht anders an solche Praktiken herankommen,
wenn man nicht eben auch die Hinweise nutzt, die es dazu gibt. Und da braucht man auch Hinweise aus der Szene. Deswegen ist es ganz klar, das ist ein wichtiger Beitrag, was da mit den Luxemburg-Leaks jetzt auf dem Tisch liegt. Es ist so, dass man das auswerten muss und dass das auch eine Auswertungsverpflichtung auch für unsere Steuerprüfung beziehungsweise für die Betriebsprüfung ist, sich das anzugucken. Und wir werden dann wieder sehen, es gibt zwei Bereiche. Das eine ist das Übertreten und Nicht-Einhalten von Gesetzen. Und das andere ist Hinweis darauf, und das wird der größere Teil sein, was alles im Rahmen legaler Gestaltungen möglich ist. Und man muss es beim Namen nennen, das ist eine Schweinerei. Es ist am Ende Betrug an der Allgemeinheit. Und es ist Betrug am ehrlichen Steuerzahler, und da gebe ich Herrn Witzel auch recht. Und insofern fügt das auch, ich sage mal, zu dieser breiten Koalition zusammen. Es ist eine Wettbewerbsverzerrung, weil die Unternehmen, die sich dieser Praktiken nicht bedienen können, es sind die kleineren und mittelständischen Unternehmen, die müssen am Ende mit dem, was sie zahlen müssen, mit dafür hinhalten, genau wie alle anderen Steuerbürgerinnen und Bürger auch, für die, die im Großen, im Milliardenstil sich aus dem Staub machen. Und mittlerweile wissen wir, dass eben Länder merken, damit kriegt man ein schlechtes Image. Und deswegen müssen wir vorsichtig sein, nämlich die Tatsache, dass sie sich jetzt mit auf die Bühne gesellen und sagen, wir stellen uns alle in die Öffentlichkeit und sagen, das ändert sich. Wir werden jetzt gemeinsam gegen diese Praktiken zu Felde ziehen. Das ist die eine Sache. Die braucht man, weil man sich heute nicht mehr hinstellen kann, nicht mehr nach diesem Muster. Ich habe immer gedacht, das gehört zum guten Ton, sondern man verdirbt sich sein Image. Und deswegen ist das Plakative ist klar. Die Frage ist nur, was passiert, wenn die hinten von der Bühne wieder runtergegangen sind? Wie geht es dann weiter? Und da merkt man ja immer, und das merkt man nicht nur im Ausland, das merkt man auch schon bei der Durchsetzung und Umsetzung von Gesetzen hier bei uns, wie dann die Kräfte schon wieder wirksam werden, die gucken wollen, dass hinten auch die Hintertür noch dabei bleibt und dass noch offen bleibt und dass wir nicht so wirksam vorgehen können, wie das nötig ist. Und deswegen brauchen wir auf allen Ebenen da einen gemeinsamen Auftritt. Das eine ist auf der europäischen Ebene, da unterstützen wir den Bundesfinanzminister, aber eben auch bei dem, was wir hier selbst machen können. Und deswegen nur ein kleines Zitat, das erlaube ich mir aus dem Koalitionsvertrag in Berlin beizusteuern, weil es da einen Satz gibt, auf den ich Wert gelegt habe und den ich auch reinformuliert habe. Da heißt es nämlich, wir erwarten den Abschluss der Arbeiten zur OECD-BEPS-Initiative im Jahr 2015. Einem Vorhaben, um internationaler Steuervermeidung entgegenzuwirken, welches wir aktiv unterstützen, da sollte zunächst Schluss sein. Es gibt jetzt den Satz, soweit sich unsere Ziele im Rahmen der OECD-BEPS-Initiative in diesem Zeitraum nicht realisieren lassen, werden wir nationale Maßnahmen ergreifen. Dazu zählt unter anderem eine Beschränkung des Betriebsabgabenabzugs für Zahlungen an Briefkastenfirmen, die keine hinreichend aktive Geschäftstätigkeit nachweisen können und so weiter. Das wird für das Ende, den Herbst des Jahres 2015, ein Stück Lackmustest. Ich werde mit daran arbeiten, dass das nicht nur in diesem Text steht, sondern dass wir da auch ernst machen. Und dann werden wir mal sehen, wer alles mitzieht und welche Möglichkeiten dann wahrgenommen werden, da noch ein Stückchen Verzögerung zu bringen. Und dann gucken wir weiter. Jetzt gehen wir damit in die Ausschussberatung. Ich finde, das ist ein guter Schritt. Danke. Vielen Dank, Herr Minister. Mir liegen keine weiteren Wortmeldungen mehr vor. Wir sind am Schluss der Aussprache. Wir kommen zur Abstimmung. Der Ältestenrat empfiehlt Überweisung des Antrages Drucksache 7409 an den Haushalts- und Finanzausschuss federführend sowie an den Ausschuss für Europa und eine Welt. Die abschließende Abstimmung soll im federführenden Ausschuss in öffentlicher Sitzung erfolgen. Wer dem seine Zustimmung geben kann, bitte ich um das Handzeichen. Dankeschön. Wer kann dem nicht seine Zustimmung geben? Wer enthält sich? Damit ist die Überweisungsempfehlung von allen Fraktionen angenommen worden. Damit, liebe Kolleginnen und Kollegen, sind wir am Ende unserer heutigen Sitzung. Die Landtagspräsidentin wird die nächste Sitzung einberufen für Mittwoch, den 17. Dezember um 10 Uhr. Nach diesen drei anstrengenden Plenartagen wünsche ich Ihnen einen schönen Nachmittag und ein schönes Wochenende. Die Sitzung ist geschlossen.